Justin Gaethje gegen Rafael Fiziev war wie erwartet der Kampf des Abends gestern bei dem UFC 286 Event in London und da hat das richtig geknallt. Ich möchte gemeinsam mit euch mal auf ein paar der Highlights in diesem Kampf reagieren und euch erzählen, was dort passiert ist. Doch bevor wir loslegen, gibt's erstmal eine ganz kurze Werbung für die besten Supplemente von ZEK Plus. Um die Sugar Mamas hier in meinem Dubai Urlaub glücklich zu machen, habe ich natürlich die zwei wichtigsten Supplements überhaupt dabei. Und zwar an erster Stelle ist es Maca und an zweiter Stelle Citrullin. Maca steigert eure Lust auf eine gewisse Aktivität und Citrullin verbessert eure Durchblutung und den Pump. Und das nicht nur in eurem Bizeps, sondern auch woanders, wenn ihr versteht, was ich meine. Täglich einnehmen, probiert es mal aus. Ring10 ist der Rabattcode und ihr werdet auf jeden Fall überzeugt sein. Weiter geht's. Justin Gaethje gegen Rafael Fiziev. Ich habe vorher schon gesagt, das hat Potenzial, Kampf des Jahres zu werden. Und die beiden haben auf jeden Fall nicht enttäuscht. Zwei absolute Banger auf den Füßen, richtig hart mit den Kicks, richtig hart mit den Händen, haben auf jeden Fall nicht enttäuscht. Justin Gaethje hat direkt mit so einem harten Calf-Kick, Low-Kick den Kampf begonnen. Rafael Fiziev war in der ersten Runde eine absolute Macht, kann man einfach nur sagen, ja. Justin Gaethje ist normalerweise derjenige, der vorwärts marschiert und die Gegner unter Druck setzt, aber nicht mit Rafael Fiziev, weil der war hier der wilde Motherfucker, der von der Ringmitte aus heraus das Tempo bestimmt hat. Der hat Justin Gaethje in der ersten Runde richtig überrumpelt. Seine Geschwindigkeit hinter seinen Kicks zum Körper, seine Geschwindigkeit hinter seinen Schlägen und die Kombinationen, die er immer wieder ausgepackt hat, die haben Justin Gaethje richtig große Schwierigkeiten bereitet, besonders noch zu Beginn in dem Fight. Er ist zwar, wie man hier sehen kann, immer wieder mit harten Kombinationen zurückgekommen und hat versucht, den Druck wieder auf seine Seite zu lenken, aber Rafael Fiziev stand da vor ihm wie so eine Mauer und hat wirklich kein Stückchen nachgegeben. Hier und da sind da ein paar richtig harte Treffer reingekommen, aber beide haben das easy weggesteckt. Also da haben die beide auch wirklich bewiesen, dass sie richtig gute Nehmerqualitäten haben. Von Justin Gaethje kennt man das natürlich, der hat sich schon einige Schlachten gegeben. Bei Rafael Fiziev war man sich nicht sicher, ob er die Hände von Justin Gaethje wegstecken kann, aber der Typ hat das richtig gut gemeistert. Die erste Runde ging auf jeden Fall an Rafael Fiziev meiner Meinung nach, weil einfach Tempo, Druck und das alles auf seiner Seite war. Dann gehen wir direkt in die zweite Runde. In der zweiten Runde ging die Action genauso weiter, wie sie schon vorher angefangen hat. Jetzt hat aber Justin Gaethje versucht, wieder den Druck ein bisschen auf seine Seite zu holen. Allerdings, wie gesagt, nicht mit Rafael Fiziev, weil der immer wieder richtig hart am Start. Wenn ich mich nicht täusche, war da sogar eine Aktion irgendwo zwischendurch. Die ist jetzt nicht mit reingeschnitten worden, glaube ich. Da hat Rafael Fiziev Justin Gaethje kurz zum Wackeln gebracht. Da hat er ihn mit einer richtig harten Aktion erwischt und da hat man kurz gesehen, dass Justin Gaethje ein bisschen am Rumwackeln war. Hier gab es in dieser Runde auch einen sehr unglücklichen Eye-Poke. Da hat Justin Gaethje seinen Finger in das Auge von Rafael Fiziev gesteckt und er hatte danach ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sicht, was Justin Gaethje in dieser Runde, muss man auch ehrlich sagen, echt ein wenig geholfen hat, das Tempo ein bisschen zu bestimmen. Justin hat hier in dieser Runde besonders dann angefangen, bessere Kombinationen zu landen, bessere Treffer reinzubringen und hat meiner Meinung nach diese Runde dann auch geholt. Also jetzt stand es dann 1:1 und in der dritten Runde musste man dann halt Gas geben, wenn man den Kampf für sich entscheiden wollte. Das Ding mit dem Eye-Poke und der höhere Druck von Justin Gaethje haben ihn meiner Meinung nach diese Runde eingeholt. Also haben wir jetzt 1:1 gehabt und gehen in die dritte Runde. Und die dritte Runde ist jetzt die entscheidende Runde, ja. Wer die dritte holt, holt sich jetzt auch auf jeden Fall auch den Kampf. Dritte Runde beginnt wie gewohnt. Rafael Fiziev versucht sofort das Tempo zu bestimmen. Richtig harte Knallerhände, Aufwärtshaken, kurzer Haken, Schlagkombination. Hier war der Treffer. Sorry, es war in der dritten Runde. Es war nicht in der zweiten Runde, wo Justin Gaethje angewackelt wurde, sondern es war in der dritten Runde. Schaut mal auf diese Schlagkombination. Rechter Aufwärtshaken, linker Haken, rechter Haken war das, glaube ich. Oder andersrum, rechter Haken, linker Haken zuerst. Und das sieht man genau in diesem Moment, wie ganz kurz die Beine von Justin etwas nachgeben. Hier, achtet mal genau auf diesen Moment. Ich mache Slow Motion extra für euch, damit ihr das vernünftig sehen könnt. Schaut mal hin. Der Haken kommt. Boom, erwischt ihn. Und ganz kurz, ganz kurz haben die Beine von Justin Gaethje nachgelassen. Er hat sich sofort aber auch wieder gefangen. Aber man hat anhand seiner Körpersprache gesehen, okay, der Treffer war richtig satt. Aber, Motherfucker, wie Justin Gaethje ist, hat er sich davon überhaupt nicht irgendwie brechen lassen, ganz im Gegenteil, hat dann angefangen, Stick and Move
mit dem Jab zu arbeiten, obwohl er den ganzen Kampf eigentlich bis dahin kaum den Jab eingesetzt hat. In der dritten Runde hat er dann gezeigt, was für einen knackigen guten Jab er hat und hat damit Rafael Fiziev richtig unter Druck gesetzt, wie man hier immer wieder sehen kann. Aus der Distanz heraus hat er die linke immer wieder an seinen Kopf gefeuert und ihn damit richtig in Schwierigkeiten gebracht. Plus, dann hat er noch immer wieder diesen rechten Aufwärtshaken im Infight gefunden, wie man das auch hier wieder sehen kann. Schön mit dem Jab alles vorbereiten auf Distanz und an den kurzen Aufwärtshaken reingebracht und hat damit richtig Schaden bei Rafael Fiziev angerichtet, bis er dann am Ende noch diesen Takedown gelandet und die Runde für sich gesichert hat. Somit ging der Fight dann 2-1 Runden an Justin Gaethje. Ein richtig wilder Fight war das. Ich hatte sogar tatsächlich erwartet, dass einer von beiden mal richtig runtergehen würde. Möglicherweise sogar ein Knockout. Ich dachte ehrlich, dass der Kampf in einem Knockout enden würde, aber beide haben da gezeigt, was für harte Typen sie sind, wie gut ihre Nehmerqualitäten sind und wie gut sie aber auch austeilen können. Meiner Meinung nach echt wirklich der geilste Kampf überhaupt des Abends. Rafael Fiziev ist auf jeden Fall in Zukunft noch ein Typ, den man im Auge behalten sollte, weil der entwickelt sich immer weiter und wird immer besser. Ich bin mir sicher, in den nächsten 1-2 Jahren wird man öfter noch richtig geile Fights von dem sehen. Justin Gaethje, immer noch einer der Top-Typen in dieser Gewichtsklasse. Mal sehen, wie es jetzt mit ihm weitergeht und gegen wen er jetzt als nächstes fightet. Das war's mit dem Video, Freunde. Mir hat dieser Fight unglaublich viel Spaß gemacht. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Kampf auf jeden Fall mal in die Kommentare, weil es würde mich echt interessieren zu lesen, was ihr dazu zu sagen habt. Außerdem möchte ich dann im nächsten Video ein paar der Top-Kommentare vorlesen. Ja, das möchte ich jetzt regelmäßig machen, immer aus den vergangenen Videos die besten Kommentare rauspicken und die für euch vorlesen. Morgen gibt es auf jeden Fall eine Reaction zu Kamaru Usman gegen Leon Edwards 3, denn das war auch ein ziemlich interessanter Fight, der einige Leute überrascht hat. Bis dahin, Freunde, wir sind fertig. Ich hoffe, wir sehen uns morgen und ciao, ciao.